Ja, moin, servus und hallo. Willkommen bei der nächsten Folge Demolish and Build. Viel Spaß. So, wir sind da. Jo, dann können wir auch da einmal vorbeischauen. Dann haben wir auch so ziemlich alles dann aufgedeckt, wenn wir die fertig haben. Ja, richtig rum. Hier sind auch wieder Wohnwagen. Ein Parkschild, Parkplatzschild. Wird man bestimmt irgendwann mal auch noch was machen können. Dann fahren wir mal einmal durch die Wüste. Ja. Ah, das sind die vom Parkplatz, die Einkünfte. Die 100. So. Da ist ein Schild. Mal schauen, was sie hier. Bewachter Parkplatz. $2000 haben wir nicht. Müssen wir uns merken. So, was haben wir hier für einen Auftrag? Der Salon. Den haben wir, den können wir machen. Den machen wir dann noch am besten. So, wir rufen unseren Bulldozer. So, was brauchen wir? Fenster zerschlagen. Wo sind denn Fenster? Da. Wo sind denn noch Fenster drin? Da. Nicht so. Tische kann man zerstören schon. Genauso wie Paletten. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen besser Bewegungsmöglichkeiten. Ah, Müll kann man auch mitmachen. Gut zu wissen. Dann stehen die nicht so im Weg. Und das bringt ein bisschen Geld. Geld, was wir gerade jetzt brauchen. So. Da sind noch Fenster und da war eine Flasche. So, das Fenster ist kaputt, warum auch immer das eingeschlagen werden muss. Aber wir machen es einfach mal. Dafür werden wir bezahlt, dann machen wir das. So. Fenster sind Tische, müssen wir noch machen und Paletten und können auch eine Stromleitung machen, wenn wir eben noch hier drinnen sind. Dürfte ja kein Problem sein. Und da ist einer noch. So, draußen Tische und Paletten. Einmal wegmachen. Das ist Deko. Da sind noch Tische und Stühle. Da haben wir doch immer noch was übersehen. Anreißen.
Wo haben wir denn? Bulldozer. UFO verschieben. Und einreißen. Ah, da. Sinn. Und erstmal die Wände einreißen. So. Aber wir müssen aufräumen. Gibt extra Geld. Wir machen mal erstmal die Außenwand und dann erste Stützpfeiler. Wahrscheinlich gibt es da nicht so eine Staubbelastung. Und wir müssen mal gucken, wie wir die Fahrzeuge reparieren. So, da ist noch Wand. UFO müssen wir erstmal runterholen. Wir müssen auf Staub aufpassen. Warum auch immer da hinten noch die Mauer steht, da ist kein Fuß mehr dran. Aber naja. Machen erstmal. Draußen, außen rum. Einmal frei. So, jetzt haben wir außen. Jetzt können wir einmal zu sehen. Wie sieht das aus, wenn ich das per Hand mache? Geht natürlich nicht. Dann müssen wir. Okay, also ohne Schaden kann ich es gar nicht machen. Dann kann man das auch YOLO einfach durchjagen. 70%. Muss gleich erstmal reparieren. So. Und da ist noch was. Wohin müssen wir das UFO denn verschieben? Nach außen. Ja. Dann können wir noch ein bisschen Pluspunkte sammeln. Dann war es das schon mit dem Auftrag. Dann haben wir zumindest ein bisschen Geld bekommen. Ja, 8.500 glaube ich. Oder ist der Roboter und 7.500 ist der LKW. Ja, Freunde, das. Nach dem Schuss in den Ofen kommen wir jetzt unseren den weiteren Verlauf näher. Wir haben jetzt hier einen Salon abgerissen und schauen einfach mal weiter, was auf der Karte noch so ist. Da sind noch zwei rote Fragezeichen und dann haben wir so
alle durch. Und dann müssen wir zusehen, dass wir LKW oder nur Roboter kriegen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.